Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von OpenTX Weekly. Und diesmal wollen wir diese kleine Miniserie abschließen mit dem Titel Wer sich ewig bindet. Ja, worum ging es da? Ganz kurz nochmal ein Recap. Zum Schluss hatten wir so ein Bild, ein bisschen wirr. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch daran erinnern, sonst kann man die Folge ja auch nochmal nachschauen. Die Ausgangsüberlegung war, wir haben einen Sender, der mit einem oder mehreren Modellen verbunden ist. Und ja, spielt jetzt eigentlich gar keine Rolle, ob es nun ein oder mehrere Modelle sind, beziehungsweise ein oder mehrere Empfänger. Es kann ja auch im selben Modell sein. Das ist jetzt eigentlich nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir einen zweiten Sender hernehmen wollten und mit dem sollte einer dieser Empfänger auch gesteuert werden. Da gibt es unterschiedliche Wege, wie man das erreichen kann. Ich hatte hier mal welche hingeschrieben. Natürlich kann man die Steuerung über ein Lehrer-Schüler-System machen. Das ist der rote Pfeil und das ist auch der präferierte Weg. Und der Sender 1, das ist dann der Lehrersender, der nimmt die Schülerinformation entgegen und man ruht, also man leitet das dann hier so weiter. Das kann man auch schaltbar machen mit einem entsprechenden Schalter auf dem Sender, dass hier irgendwelche Kanäle von den beiden Empfängern gesteuert werden und zwar über diesen Sender, wenn die Person an diesem Sender das möchte. Das kann man über Kabel machen. Das ist natürlich total oldschool, das wollen wir nicht. Man kann es über das Multiprotokollmodul machen. Wenn man hier einen Sender hat mit zwei Multiprotokollmodulen oder sagen wir mal mit zwei HF-Modulen, und eins davon müsste mindestens ein Multiprotokollmodul sein, dann könnte dieses Multiprotokollmodul als Empfänger fungieren und der zweite Sender bindet sich an dieses Multiprotokollmodul. Und das andere HF-Modul, was hier drin ist, das steuert dann die oder das Modell. Das war diese Varianten. Heute wollen wir uns mit der letzten Variante hier beschäftigen, und zwar dieser hier. Bevor ich das mache oder bevor ich das zeige, nehmt euch ein Bier und ein Popcorn. Es könnte sein, dass das ein bisschen länger dauert. Ich habe wie üblich habe ich kein Skript, was ich alles erzählen will, aber ich habe so die Vermutung, das dauert einige Zeit. Es gibt theoretisch noch eine letzte Möglichkeit. Die nenne ich mal Klonen, aber die klammere ich auch gleich wieder ein. Man kann nämlich, und das hatte ich glaube ich in einer von den letzten Folgen auch gesagt, man kann die ID von diesem Sender auf diesen Sender klonen und dann sendet der mit der gleichen ID. Das heißt, der Empfänger zum Beispiel, der merkt das gar nicht, ob er von dem Sender oder von dem Sender gesteuert wird. Er akzeptiert also, wenn dieser auch die ID Nummer 1 hat, dann akzeptiert er auch die Pakete von diesem Sender. Natürlich dürfen dann nicht beide Sender gleichzeitig angeschaltet sein und deswegen streiche ich das gleich wieder durch. Wir bewegen uns damit in die Steinzeit ja wieder zurück, als wäre das 40 MHz-Technik. Man müsste sich dann also hier so absprechen. Das ist natürlich wenig sinnvoll. Gut, heute geht es darum, wie verwenden wir einen zusätzlichen Empfänger, um die beiden Sender hier zu koppeln. Ja, ich habe jetzt auf meinem Schreibtisch hier ein bisschen aufgeräumt, weil ich relativ viel Platz brauche. Wir brauchen erstmal eine ganze Menge Empfänger. Die wollen wir gleich verwenden. Wir brauchen einen S-Bus-Inverter. Der sieht ein bisschen abenteuerlich aus, aber das ist extra so, damit ich euch das nochmal erklären kann. Wir brauchen irgendwelche Kabel und wir brauchen natürlich einen Sender als Mastersender, als Lehrersender und irgendwelche anderen Sender noch dazu. Da kommen jetzt meine beiden Spielzeugsender hier noch dazu. Die kann man gerne mal aus der Hand geben. Oder es sind Sender, die eine ganz besondere Spezialität haben, wie zum Beispiel der hier. Der hat zwei Twin Sticks. Oder dieser hier. Der liegt halt so schön in der Hand. Der hat einen Twin Stick hier. Und ja, ist ein wunderbarer Sender. Ich finde ihn hier immer noch ganz klasse. Hat nur einen eklatanten Nachteil. Auf dem läuft kein OpenTX oder EdgeTX. Das geht leider nicht. Dafür hat er zu wenig Speicher. Aber trotzdem kann man ihn gut einsetzen. Er hat so schöne Bedienelemente hier oben.
und noch die Tasten da unten. Also wunderbar. Deswegen nehme ich ihn ganz gerne, wenn ich ein Modell habe, wo ich einen Twin-Stick brauche, obwohl ich dieses Modell eigentlich mit RadioMaster steuere. Gut, was soll der Kram? Würde man sagen. Okay, wie können wir jetzt die beiden Sender beispielsweise miteinander koppeln? Okay, Punkt Nummer 1. Wir haben ja unten hier an der RadioMaster, ich drehe die jetzt gerade mal um, da haben wir ja neben der Ladebuchse haben wir noch zwei Buchsen, so ganz einfache mit solchen DuPont-Kontakten. Einmal hier was Vierpoliges und einmal da was Fünfpoliges. Und das sind zwei serielle Schnittstellen. Und das ist ja genau der große Wert, weswegen ich immer gesagt habe, die RadioMaster ist ein toller Sender, weil man hier beliebige Erweiterungen einbauen oder dranbauen kann. Okay, so, bevor wir jetzt diesen ganzen Kram hier zum Einsatz bringen, gucken wir uns nochmal gerade hier auf dem Sender ein bisschen um. Müssen wir vielleicht das mit dem Licht ein bisschen anders machen. Das sehen wir gleich. Ich schalte ihn jetzt erstmal ein. Ja, man kann das Display einigermaßen erkennen. Ja, der piepst hier rum. So, Punkt Nummer 1. Wir müssen eine von den beiden Schnittstellen hier unten in Betrieb nehmen. Und da wollen wir nämlich später einen von unseren Empfängern anschließen. Also einen Empfänger an die Schnittstelle. Wenn ihr von oben drauf guckt, ist diese Schnittstelle, die sich hier unten verbirgt, das ist die Schnittstelle 1, beziehungsweise die heißt einfach nur Serial oder serielle Schnittstelle und das ist die serielle Schnittstelle Nummer 2. So, was kann man damit machen? Ja, ich muss gerade mal etwas machen, was ich euch jetzt gar nicht zeigen will. Das ist natürlich nicht vorbereitet. Ihr kennt das ja bei meinen Videos. Ich muss das hier mal eben ausschalten. So, nur dann funktioniert das, was ich euch zeigen wollte. Gut, wir müssen diese beiden oder eine zumindest davon, ich nehme jetzt also die linke hier, die müssen wir so konfigurieren, dass dort auch serielle Daten entgegengenommen werden kann. Und dazu gehen wir dann mal hier in das Systemmenü und dann unter Hardware. Und ganz unten haben wir hier stehen serieller Port, das ist der linke, und serieller Port 2, das ist der rechte. So, und da können wir, okay, normalerweise steht das bei euch wahrscheinlich auf aus, weil ihr das nicht benutzt. Man hat hier beispielsweise die Möglichkeit, etwas auszugeben auf diesem Port, nämlich den Telemetrie-Mirror. Also die Telemetriedaten, die von dem Empfänger an den Sender übertragen werden, die kann man hier nochmal rausgeben, gewissermaßen spiegeln, um die beispielsweise weiterzuleiten an ein Handy und es sich dort nochmal anzeigen zu lassen. Man kann Telemetrie einspeisen von externen Sensoren, ob das jetzt Temperatur ist oder was weiß ich, es können auch GPS-Daten sein, damit man weiß, wo der Sender sich befindet, damit man zum Beispiel die Entfernung zum Modell berechnen kann, wenn das auch GPS hat. Ja, und jetzt kommen wir schon der Sache hier etwas näher. S-Bus-Eingang hört sich vielsprechend an. I-Bus-Eingang werdet ihr nicht haben, werde ich gleich nochmal was dazu sagen. Und dann Lua. Okay, S-Bus-Eingang, das wählen wir jetzt mal aus. Und jetzt ist die linke serielle Schnittstelle aktiv als S-Bus-Eingang und das versteht sich jetzt so, dass das ein sogenannter Schülereingang ist. Genau das wollen wir ja verwenden. Wir sagen jetzt in unserem Modell, gehe ich jetzt hier auf die Modellkonfiguration, sagen wir ganz unten hier bei dem, das ist leider jetzt unter dem Menüpunkt DSC-Buchse, ja, das ist, kennt man noch von früher, die DSC-Buchse, das ist diese Buchse, die sich hier oben noch verbindet, neben dem USB. Das sind 3,5 mm Klinkenstecker. So hatte man früher mal Kabel gebunden, Lehrer-Schüler. Funktioniert natürlich heute immer noch, hatte ich auch schon mal gezeigt. Brauchen wir aber nicht, sondern wir wollen jetzt hier bei dem Menüpunkt auswählen, Lehrer-Serial, also Lehrer, dieser Sender soll Lehrer sein und das Schülersignal soll er über die serielle Schnittstelle bekommen.
Das ist jetzt die linke, weil wir da bei der Linken gesagt haben, da soll das S-Bus-Signal reingehen. Letztes Mal oder in einer der letzten Folgen hatten wir auch Lehrer über das Multiprotokoll-Modul benutzt. Das war der untere Eintrag. Den nehmen wir heute nicht. Wir nehmen jetzt hier Lehrer Serial. Okay, gut. Meine Fernsteuerung hat schon einmal gebrummt. Da hat sie mir gesagt, dass kein Schülersignal da ist, beziehungsweise dass das Schülersignal nicht vorhanden ist. Wir gucken uns mal eben hier die Mischer an, die ich habe. Ich habe hier ganz normal die vier Mischer für die Kreuzknüppel. Aber jetzt habe ich zum Beispiel auch auf Kanal 10 habe ich den Trainereingang 1. Das ist also jetzt, das wäre der erste Kanal, der über die S-Bus-Schnittstelle hier reinkommt. Der erste Kanal, der über die S-Bus-Schnittstelle hier reinkommt. Also das wäre der erste Kanal, den der Empfänger dann später hier ausspuckt, und zwar auch über seine S-Bus-Schnittstelle, nicht über die einzelnen PWM-Servo-Outputs hier, sondern über die S-Bus-Schnittstelle. Das ist auch hier oben schön beschriftet, da steht S-Bus, das andere ist S-Port für die Telemetrie. Bei den Quellen wählen wir also jetzt aus hier Trainer 1, TR1. Und ich habe jetzt auch einfach mal vier Trainerkanäle konfiguriert, damit wir nicht durcheinander kommen. Bei der Beobachtung später habe ich das auf die Mischer 10, 11, 12 und 13 gelegt. Und die können wir dann ja schön hier auch in dem Channel Widget uns ansehen. Also hier sind die ersten vier, die sind lokal. Und dann haben wir hier 10, 11, 12, 13. Da passiert im Moment natürlich nichts. Okay, soweit haben wir den Sender vorbereitet. Der würde das also jetzt entgegennehmen. Aber wir haben ja noch gar kein Schülersignal. Gut, jetzt schauen wir uns diesen Empfänger an. Den R168. Wie gesagt, hier oben steht S-Bus. Da kommt das S-Bus-Signal raus. Ich habe hier schon mal ein Kabel dran gesteckt. Die Stromversorgung bekommt der Empfänger dann auch später oder jetzt gleich über diese Buchse. Ich kann das mal versuchen, nochmal zu fokussieren. Ja, jetzt sieht man es einigermaßen. Das ist beschriftet mit Minus, plus 5 Volt, TX und RX. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, wenn er da jetzt dran rumfummelt, dass er hier zwischen Masse, also Minus und plus 5 Volt, also den beiden linken Pins, dass er da keinen Kurzschluss fabriziert, weil das würde tatsächlich einen Schalttransistor in der Fernsteuerung dann ins Jenseits befördern. Also ein bisschen vorsichtig. Auch mit dem TX und RX müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, denn das sind Anschlüsse, die direkt an den Microcontroller, also an den Rechenchip hier in der Fernsteuerung angeschlossen sind. Und dazu muss ich jetzt noch ein paar Worte sagen. Und zwar fängt das Problem an mit S-Bus. Was ist S-Bus? S-Bus. Ja, ist groß genug. Ach, ich nehme mal wieder Farbe. Okay, also S-Bus ist ein serielles Signal. Das bedeutet, dass da Bits übertragen werden und die werden einfach durch Spannungspegel gekennzeichnet. Also beim S-Bus ist es jetzt so, dass die logische 0 durch 0 Volt gekennzeichnet ist und die logische 1 durch einen hohen Pegel, sagen wir mal 3,3 Volt, wenn das von einem typischen Empfänger hier produziert wird. Und wie gesagt, das wäre jetzt ein Bit, das wäre dann 1, dann haben wir vielleicht hier noch eins, was 0 ist und noch eins 0.
jedes Bit hat so eine gewisse Zeitspanne. Ja, und dann haben wir irgendwann unsere 8 Bits zusammen und dann geht das fröhlich so weiter mit den nächsten und irgendwann ist dann wieder eine Pause und dann kommen wieder ganz viele Bits. Also ich will da jetzt auch nicht so zu sehr ins Detail gehen. Ich möchte einfach nur sagen, dass der Ruhepegel 0 Volt ist und wenn ein Bit sozusagen auf 1 dargestellt werden sollte, dann sind das 3,3 Volt. Ja, das haben sich die Entwickler von Futaba vor Urzeiten mal ausgedacht und ja, ich würde mal fast sagen, im Anflug von geistiger Umnachtung oder besser gesagt, die damalige Technik gab das nicht besser her. Es hat sich da eine Invertierung eingeschlichen, denn normalerweise ist so ein serielles Signal, womit man solche Bits überträgt, genau andersrum. Das heißt, der inaktive Pegel, der ist bei 3,3 Volt und eine 1 wird übertragen, indem das hier runter geht. Also genau gespiegelt oder invertiert, wie man sagt. So. Ja. So ein Signal wie hier oben, also wie praktisch der S-Bus-Standard es vorgibt, produziert dieser Empfänger. Also S-Bus ist kein wirklicher Standard, ist ein de facto Standard, aber kann man schon als Standard bezeichnen. Neben den Pegeln wird auch noch festgelegt, wie schnell das Ganze übertragen wird. Das sind also praktisch 100.000 Bits pro Sekunde, also 100 Kilobaud. Und dann braucht man noch so ein paar Zusatzinformationen. Das heißt, ein sogenanntes Startbit, das ist aber normal bei so einer seriellen Übertragung. Dann haben wir 8 Datenbits. Dann haben wir ein Paritätsbit. Und dann haben wir 2 Stoppbits. Also praktisch für ein Byte an Informationen werden 8, 9, 10, 12 Bits übertragen. Das ist aber jetzt für uns weniger wichtig. Das können auch die meisten Empfänger von solchen seriellen Signalen empfangen. Was aber blöde ist, ist, dass das hier gegenüber dem normalen technischen Standard einfach invertiert ist. Und das ist das Problem. Die Radiomaster erwartet ein nicht invertiertes Signal. Die Radiomaster erwartet also sowas hier. Das müssen wir zur Radiomaster senden. Das hier bekommen wir aber. Oh, der schreibt nicht mehr. Gleich weg damit. Das hier bekommen wir aber blöderweise von unserem Empfänger. Da kann man jetzt ins Internet gucken und man kann sich einen sogenannten S-Bus-Inverter kaufen für ein paar Cent. Wer da schon mal in meine Dokumentation für die alten Schaltmodule reingeguckt hat, der weiß, dass man das auch selber bauen kann. Im Grunde genommen haben wir jetzt hier das Signal vom Empfänger, S-Bus, und das geben wir hier auf einen Feldeffekt-Transistor, ein N-Kanal-Feldeffekt-Transistor. Ich empfehle immer, dann einen Feldwald-Wiesentransistor zu nehmen, den 2N7000. Das ist ein dankbares Gerät. Ist in so einem kleinen Gehäuse hier drin. So, und dann haben wir hier Masse. Also hier kommt S-Bus. Hier haben wir jetzt 0 Volt. Und immer wenn hier das hochgeht auf 3,3 Volt, also sowas macht, dann wird der hier leitend. Und wenn wir jetzt hier einen Widerstand hinmachen, da sagen wir mal 5 Volt als die Spannung, mit der der Empfänger dann, das ist hier blöd gezeichnet, fällt mir gerade auf,
Das ist hier die Seite des Empfängers. Und das ist die Seite von der TX16S. Die erwartet also das. So muss ich den Pfeil besser zeichnen. Dann ist es ein bisschen logischer in dem Bild. Also wenn der hier hoch geht, dann wird der Transistor leitend. Der zieht das hier runter, das Potenzial von dem Widerstand. Und dann haben wir genau den invertierten Pegel. Und das ist jetzt hier der ganz rechte Eingang. Naja, da sollte man jetzt RX lesen können. Wird nichts, wird nicht so ganz rechts der Pin. Seht ihr gleich auch noch, wenn ich das da dann einstecke. Also hier beschriftet mit RX an der Radiomaster. Ich habe eben gesagt, ihr müsst hiermit ein bisschen vorsichtig sein mit den Pins da von den Microcontrollern. Das meine ich ernst. Denn der Microcontroller, also in dem Gehäuse der Radiomaster, ist das dann an irgendeinem Chip, an irgendeinem Chip angeschlossen, also an unserem Microcontroller. Und der wird nur mit 3,3 Volt versorgt, intern. Und der hat hier so einen Eingang und der verträgt auch maximal nur 3,3 Volt. Der hat natürlich so Schutzdioden hier noch da dran. Innen drin sind die praktisch eingebaut, diese Schutzdioden hier. Die können aber nicht so viel Strom ableiten. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen bei der Dimensionierung des Widerstandes. Ich will euch das nur zeigen, damit er erstens vielleicht die Angst davor verliert und zweitens aber auch versteht, warum das wichtig ist. Wenn der Transistor aus ist, dann liegt ja über den Widerstand hier die 5 Volt an. Über die Diode wird das aber geklemmt auf 3,3 Volt, beziehungsweise wir haben ja hier noch einen Spannungsabfall über die Diode. Das ist eine normale Silizium-Diode, also 0,7 Volt. Also wird das hier geklemmt maximal auf 4 Volt durch diese Diode. Und hier haben wir 5 Volt. Und da sollte nicht mehr als 1 Milliampere oder besser noch weniger reinfließen. Also wenn wir sagen, wir haben einen Spannungsabfall hier an dem Widerstand von 1 Volt. Ja, und wir wollen, sagen wir mal, ungefähr oder ein bisschen weniger als 1 Milliampere. Machen wir es mal rund. Na, sagen wir mal 200 Mikroampere sollen fließen, dann sind das ja 5 Kiloohm und in der Bastelschachtel findet man dann 4,7 Kiloohm und das wäre ein guter Wert für diesen Widerstand. Ja? Dann steigt das hier nicht höher als 4 Volt. Und zerstört also auch den Microcontroller dann nicht. Also ein bisschen aufpassen schon, aber zu vorsichtig muss man da jetzt auch nicht sein. Nur kleiner als vielleicht ein Kiloohm, sodass hier also mehr als ein Milliampere fließt, würde ich jetzt nicht unbedingt gehen. Ja, so ein Ding müssen wir uns bauen bzw. kaufen. Ich habe das hier mal gemacht. Ihr seht hier den Transistor, den 2N7000. Dann haben wir hier den Widerstand. Und ich hatte da auch nochmal einen Kondensator hier hingeschaltet. Den braucht er aber nicht. Das funktioniert auch ohne. Gut, da macht man sich so ein Kabel einfach in so ein typisches Verlängerungskabel dann einschleifen. Ja, von der Radiomaster kommen die 5 Volt. Die schleifen wir also hier durch. Das rote Kabel zu der Buchse hier. Masse schleifen wir durch. Und das weiße Kabel geht hier auf das Gate von dem MOSFET. Und das hier ist der Drain. Da ist dann der Widerstand angeschlossen und es geht hier zur Radiomaster letztendlich dann weiter. Okay, damit wir das an die Radiomaster anschließen können, habe ich mir so ein kleines Adapterkabelchen gemacht mit so einer vierpoligen Dupont-Buchse.
die passt da genau rein. Ich halte es mal so. Ihr seht also von, machen wir es mal so, von links nach rechts schwarz, Masse, rot plus TX ist frei und weiß ist dann RX. Gut, das stecke ich jetzt mal hier ein. So, und jetzt kommt noch unser S-Bus-Inverter hier. Mal gucken, genau, falsch rum. So. Und jetzt habe ich wieder ein völlig unnützes, langes Kabel. Jetzt schließe ich hier den Empfänger nochmal an. Und der blinkt und hat jetzt sich jetzt gebunden. Ja, das hätte jetzt auch nicht so unbedingt so sein sollen. Der ist jetzt verbunden. Also diese Radio Master hat sich jetzt mit dem hier gebunden. Aber wir wollten ja eigentlich einen anderen Sender benutzen. Das machen wir jetzt gerade nochmal. Das heißt, ich versetze den hier nochmal in den Bindemodus. So, und ach Gott, jetzt wird es eng. Jetzt nehmen wir mal hier die kleine Anlage her als erstes Demonstrationsobjekt. Ja. So, dann gehen wir hier mal rein. So, externes HF-Modul, das wäre es. Jetzt müssen wir mal FreeSky hier auswählen. Falsche Richtung. So. Und unter Protokoll LBT-EU. Und dann gehen wir hier aufs Binden. Die ersten 8 Kanäle sollen an dem PWM-Ausgang rauskommen, aber das ist ja egal für uns jetzt. Der blinkt hier schön, kann man kaum erkennen, so kann man es erkennen. Okay, kann ich den hier rausziehen. So, jetzt ist er grün. Der ist also jetzt gebunden und zwar mit dieser Anlage hier. Und jetzt gucken wir mal, was die Radio Master uns sagt. Und siehe da, das funktioniert. Und hier habe ich meine lokalen Anlage. Ja, die Batterie ist jetzt auch bald leer von dem Kleinen. Der klingt ganz traurig schon hier. Ja, wunderbar. So haben wir das verkabelt. Drahtlos hier. So kann man das machen. Das ist natürlich jetzt hier ein bisschen Drahtverhau geworden. Das würde man natürlich ein bisschen schöner machen. Man könnte auch den Empfänger dann hier unten irgendwie so dran kleben. Und wenn ihr so einen Inverter im Internet kauft, dann ist das natürlich ein ganz kleines Platinchen viel schöner als hier. Aber das war ja jetzt nur die Demonstration. Gut, das funktioniert im Übrigen auch mit anderen S-Bus-fähigen Empfängern. Und das zeige ich euch auch nochmal. Das ist ja nicht der einzige S-Bus-fähige Empfänger. Wir hätten ja auch noch Graupner zur Verfügung. Die können auch S-Bus mit neuerer Firmware. Das kann man dann am Sender konfigurieren, dass der Empfänger hier beispielsweise bei dem GR12L auf Kanal 6 ein S-Bus-Signal statt ein SUMD-Signal ausgibt. Könnte man machen, brauchen wir aber nicht. Aber gutes Anwendungsobjekt wäre vielleicht auch noch ein FlySky-Empfänger. Da steht zwar hier iBus drauf für die beiden Busse, nämlich für Servosignal und Sensorsignal, aber das Ding kann auch S-Bus ausgeben. Ja, das gucken wir uns auch mal an. Also wir nehmen den hier mal weg.
beschwert sich jetzt die Regiomaster, dass das Schülersignal verloren gegangen ist. Und jetzt finde ich gerade meinen Bindestecker nicht. Da ist er. Dann stecke ich das hier also auch mal ein. Richtig herum. Das wäre dann so. Der flasht. Und jetzt binde ich mich mit dem hier. So, das wäre jetzt also Fleißgeil. Da haben wir es. Und da seht ihr jetzt PWM iBus. Da kann ich aber beispielsweise auch PWM S-Bus angeben. Und dann stellt sich der Empfänger tatsächlich um auf S-Bus. Das bedeutet aber hier, das ist ein bisschen irreführend, dass von den 16 möglichen Kanälen nur 14 übertragen werden. Das muss man wissen, das ist historisch, aber Gott sei Dank, es gibt auch noch hier den Eintrag PWM S-Bus 16. Und das nehmen wir jetzt einfach mal. Und dann binden wir uns hier, oh, von mir aus Empfänger Nummer 1, binden wir uns. So, dann ist der erstens gebunden. Zweitens hat die Regiomaster wieder gebrummelt. Das heißt, sie hat ihr Schülersignal wieder. Das bedeutet, der gibt tatsächlich S-Bus aus. Die Radiomaster hat es erkannt. Und wir können wieder hier steuern. Das ist lokal. Das kommt hiervon. Ja, geht also auch so. Natürlich kann ich jetzt auch nicht nur so einen OpenTX-Sender jetzt hier oder EdgeTX-Sender nehmen, um mich an den Fleißgeil zu binden. Nein, jetzt könnte ich natürlich auch den hier benutzen. Zeige ich euch aber auch noch nicht. Das kommt nämlich jetzt erst. Jetzt schalte ich diesen Piepser hier mal aus. Das ist ja wirklich nervig. So, der Radiomaster hat sich wieder beschwert, dass das Signal weg ist. Ja, ich habe nämlich noch einen hier. Und das ist dieser kleine hier. Den hatte ich neulich schon mal verwendet. Das ist ein ganz tolles Ding, wird total unterschätzt, ist völlig billig, kostet glaube ich 8 Euro. Das ist der FS-A8S. Der hat eine Besonderheit, der hat gar keine normalen Servoausgänge. Ich hatte den mal in einer Folge benutzt für sein PPM-Signal, was er produzieren kann. Das haben wir für die 40 MHz-Technik dann auch mal eingesetzt. Aber hier, da steht extra drauf, iBus-S-Bus. Aber das ist ein Empfänger ohne Telemetrie. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich diesen Empfänger dann eigentlich umstellen von iBus nach S-Bus? Und da entpuppt es sich hier als kleines Wunder. Das probieren wir jetzt mal aus. Und zwar im Zusammenhang mit diesem schönen Ding hier. Also, wir versetzen den hier mal in den Bindemodus. Ja, dazu muss ich ein bisschen tricksen jetzt hier. Ach, was will ich denn jetzt hier? Das war natürlich ein bisschen tricksen. Stecke ich mal so halb rein, ohne dass er an ist. Jetzt drücke ich den kleinen Taster hier und jetzt schiebe ich den rein. Der Flash, der ist jetzt im Bindemodus. Machen wir den hier an. So, und da kann ich jetzt den Empfänger binden. Zack, der ist gebunden. Das sagt er mir nicht hier, weil der ohne Telemetrie ist. Der Sender kriegt das jetzt nicht zurückgemeldet, dass er gebunden ist. Aber ich sehe es an der LED, dass der gebunden ist. So, jetzt ist er im gebundenen Zustand. Aber es tut sich nichts, weil der nämlich ein iBus-Signal ausgibt, so wie das bei FlySky üblich ist. Mit der kleinen Anlage kann ich den aber gar nicht umstellen. Ich habe ja so ein hübsches Menü, wie von dem Multiprotokoll-Modul. Das habe ich ja gar nicht hier drin in der Anlage. Aber jetzt kommt
Der Tücke der Technik, ich kann im gebundenen Zustand, indem ich den Taster längere Zeit drücke, von iBus auf S-Bus umschalten hier. Der Empfänger merkt sich das auch. Das mache ich jetzt einfach mal. Dann müssen wir auf die LED gucken. Ja, da hat er geblunken, hat geblinkt. Jetzt ist er wieder dauerhaft. Die Radio Master hat auch gebrummelt. Das heißt, sie hat ihr Schülersignal wieder. Und siehe da, das geht also auch. Wunderbar. Das ist ein schöner kleiner Empfänger. Den kann man eventuell sogar noch ins Batteriefach hier legen, wenn nicht dieses lange, dumme Kabel mit dem S-Bus-Inverter wäre. Okay, aber das kriegen wir auch noch hin. Ich ziehe jetzt erstmal hier das Kabel raus. Das lasse ich mal an, in der Hoffnung, dass der Akku noch so lange hält. Ich ziehe das mal hier raus und entferne den S-Bus-Inverter. Der kommt hier auf die Seite. Jetzt habe ich hier praktisch nur noch das Ende und den Empfänger. Den lasse ich mal erstmal weg. Wir gucken uns nochmal die Systemkonfiguration an. Ja, das ist so ein schöner Empfänger. Da habe ich mir gedacht, da müssen wir doch was tun, dass wir ohne diesen S-Bus-Inverter auskommen können. Und ich habe jetzt für meine Version von Edge TX, die ihr dann ja auch immer bei mir runterladen könnt, habe ich jetzt eine Variante erstellt, wo man hier einen zusätzlichen Menüpunkt und das System hat für unsere seriellen Eingänge. Das hattet ihr eben schon gesehen. Ich habe nur ein bisschen drüber weggeblättert. Da kann ich nämlich auch iBus auswählen. Die anderen Menüeinträge erscheinen jetzt gerade im Moment nicht, weil ich noch im Lehrer-Schüler-Betrieb bin und im Lehrer-Schüler-Betrieb macht es nur Sinn, diese beiden Optionen hier anzuzeigen. Da gehe ich mal auf iBus. Mache ich das Widget hier wieder groß. So, und jetzt stecke ich den wieder ein. Der ist noch gebunden, aber meine Radio Master empfängt noch nichts. Naja gut, der kleine Kerl hier, der ist ja auch noch im S-Bus-Modus, also muss ich ihn wieder zurückschalten auf den iBus-Modus. Im gebundenen Zustand hier den kleinen Taster drücken, so dass er hektisch anfängt zu blinken. So, da ist er. Ihr habt die Reaktion gehört und gesehen von der Radio Master. Das Schülersignal ist sofort da. Und ich kann hier also ganz normal steuern mit dem kleinen Sender hier. Ja, und dann haben wir im Grunde genommen jetzt nur noch eine Kabelverlängerung hier ohne diesen blöden S-Bus-Inverter. Und dann könnt ihr euch also das hier meinetwegen da so dran kleben, wenn ihr das wollt, mit einem Klettverschluss und dann einfach hier einstecken. Das geht wunderbar und schon könnt ihr mit diesem kleinen oder jedem anderen sehr, sehr preiswerten FleißKai-Sender dann auch andere Modelle über die Radio Master steuern. Das finde ich also eine ganz schöne Geschichte, gerade weil dieser kleine Sender ja so handlich ist, gut für Kinderhände, wenn man mal was demonstrieren will. Oder einfach als spezielles Bedienelement, obwohl man normalerweise nur mit der Radio Master fährt, aber man hat dies als spezielles Bedienelement, beispielsweise um einen Twin Stick zu nutzen, wenn wir den Twin Stick hier nicht drin haben in der Radio Master. Gut, ja, jetzt habe ich viel geredet. Ich hoffe, der Sinn und Zweck von der ganzen Geschichte ist einigermaßen klar geworden. Mit Version 2.7 von Edge TX macht euch keine Sorgen, da wird wahrscheinlich der Patch, den ich da geschrieben habe, für das Auswählen von iBus dann hier auch offiziell in Edge TX drinne sein. Momentan ist es, wir sind ja jetzt gerade Mitte Januar, es wird hart daran gearbeitet, das 2.6er Release rauszubringen, vor allen Dingen, dass der Companion dann auch funktioniert. Also im Moment ist für solche Spirenzchen da wenig Zeit. Im Moment seid ihr also da auf meine Version angewiesen, aber später wird das dann auch überall verfügbar sein. Okay, prima. Danke fürs Zuschauen und viel Freude beim Nachbasteln. Tschüss.